Wir haben heute das Thema der Campusgestaltung nach niederländischem Vorbild. Inwiefern können wir als deutsche Hochschulen uns daran inspirieren lassen für unsere eigenen Entwicklungen, für die Weitergestaltung unserer Campi? Einen kurzen Rückblick. Genau, Sie haben den Begriff Delegationsreise gelesen. Das Hochschulforum Digitalisierung hat in einer ersten Form im Jahr 2023 Delegationsreisen angeboten. Ich möchte Ihnen einen kurzen Rückblick dazu geben. Und zwar haben wir uns entschieden, strategisch relevante Themen im Bereich der digitalen Transformation auch mit einem Blick ins Ausland hin voranzutreiben. Aktuelle Entwicklungen, Trends und Beispiele guter Praxis sollten gefunden werden und durch unsere inländische Community weiter erforscht und erfasst wahrgemacht werden. Die Veranstaltung heute dient dem Zweck, diese Erkenntnisse auch mit Ihnen und euch in dieser deutschen Community zu teilen und daran teilzuhaben, was entdeckt wurde, was erkannt wurde. Wo sind insbesondere die Niederländer jetzt, um die es heute auch geht, im Thema der Campusentwicklung vielleicht schon einen Schritt weiter? Die Delegationsreisen sind vom konzeptionellen Gedanken her so gedacht, dass das Hochschulforum Digitalisierung die Delegationen mit einem Geld von 1.000 Euro pro Delegationsmitglied subventioniert und fördert. Insgesamt wurden in dieser Runde 5 Teams ausgewählt, die zu den Themen Campusgestaltung, OER, also Open Education Resources und dem Students as a Partner Ansatz, weiterhin zu Future Skills und Hybrid Learning ausgewählt. 3 der Reisen liegen bereits hinter uns. Die heutige fand letztes Jahr im November statt und so sind wir gespannt, heute in diesem ersten großen Diskussionsformat mit Ihnen auch einzutauchen in die Welt der niederländischen Campusgestaltung. Sollten Sie Rückfragen haben, auch zum Konzept der Delegationsreisen, wenden Sie sich gerne vor oder während oder auch nach der Veranstaltung noch an uns. Wir geben gerne auch Auskünfte. Das Konzept wird vom HFD auch weiterhin nächstes Jahr wieder angeboten, beziehungsweise noch fortlaufend dieses Jahres. Sprechen Sie uns gerne an bei Interesse. Genau, dann würde ich gerne abgeben an dich, Marco, und wünsche guten Vortrag jetzt in den kommenden 30 Minuten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, dass wir die Reise machen durften und dass wir heute hier präsentieren können. Aus unserer Delegation habe ich noch mitgebracht Angela Fischer, unsere Kanzlerin, und Iris Groß, Dekanin von unserem Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Kommunikation. Wir werden kurz erzählen, was ist eigentlich das Projekt, was wir haben, unser Neubau, Überblick geben über die Delegationsreise selber, und ein größerer Teil sind die Eindrücke und Erkenntnisse, die haben wir zusammengefasst. Und zum Schluss schauen wir nochmal, wie geht es weiter, was sind die nächsten Schritte. Aber erstmal, ja, was war der Anlass, worum ging es überhaupt? Und da übergebe ich an Angela Fischer. Dankeschön, Marco, und auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich freue mich sehr, dass wir heute unser Projekt vorstellen dürfen und natürlich auch mit Ihnen diskutieren können. Ja, es geht um die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir sind 1995 gegründet worden, das heißt also inzwischen knapp 30 Jahre alt, und die Hochschule verteilt sich, wie Sie das aus der Karte entnehmen können, auf insgesamt 3 Standorte: Hennef, St. Augustin und Rheinbach. Wir haben ungefähr 9.000 Studierende und gut 1.100 Beschäftigte und bieten an diesen 3 Standorten insgesamt 21 Bachelor- und 19 Masterstudiengänge an in den Fachrichtungen, wie sie dort auf der Folie auch ersichtlich sind. Ein inzwischen großes Thema ist für uns das Thema Forschung. Wir sind als Hochschule für angewandte Wissenschaften sehr forschungs- und drittmittelstark. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben 17 Forschungsinstitute und seit noch nicht allzu langer Zeit sind wir auch Inhaber des Promotionsrechts. Und insofern haben wir ungefähr 105 Promotionsvorhaben an der Hochschule, was nochmal auch die Forschungsstärke dokumentiert. Ja, Marco, wenn du magst, gerne auf
die nächste Seite. Und jetzt komme ich auch schon genau zu dem Thema, was uns heute beschäftigt, nämlich der Neubau unseres Learning Centers am Standort St. Augustin. Wir sind eine von zwei Hochschulen, die in Nordrhein-Westfalen die sogenannte Bauherreneigenschaft haben. Das heißt, wir können in eigener Verantwortung Bauvorhaben planen und dann natürlich auch umsetzen. Wir haben vor einigen Jahren ein Raumprogramm erstellt und auf dieser Basis hat dann das für uns zuständige Ministerium auch einen Neubau am Campus St. Augustin genehmigt im Umfang von circa 6.000 Quadratmeter Nutzfläche. Wir werden ungefähr ein Budget von 42 Millionen Euro dort verbauen. Und nachdem wir dann jetzt langsam mal so in die Planung einsteigen, hoffen wir, das Ganze auch 2030 in Betrieb nehmen zu können. Vielleicht magst du, Marco, auf die nächste Folie weitergehen und ich erzähle dann aber noch ein bisschen was dazu. Man sieht auf dem Lageplan den Campus von oben. Das letzte Gebäude, da, und zwar in der gelb umrahmten Fläche, das ist der aktuelle Campus, so wie er sich im Moment darstellt. Das letzte Gebäude, das wir in Betrieb genommen haben, das ist dieses Gebäude, was mit einem roten Pfeil versehen ist, 4000 Quadratmeter. Und das, was dann weiter unten drunter liegt, das ist der geplante Neubau mit eben 6000 Quadratmeter Nutzfläche. Wir wollen dort ein Learning Center errichten, das allerdings auch Lehr- und Forschungsflächen möglichst flexibel miteinander verzahnt. Und was ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt auch für die Delegationsreise war, wir möchten in keinem Falle mehr von dem bauen, was wir schon haben. Wir haben natürlich jede Menge Einzelbüros, wir haben Vorlesungs- und Seminarräume, wir haben auch verschiedene Labore, aber in diesem geplanten Neubau soll wirklich etwas ganz Neues entstehen. Wir wollen dabei neue Lehr- und auch Lernansätze berücksichtigen. Wir wollen mit diesem Gebäude die Attraktivität der Hochschule steigern und das Thema Nachhaltigkeit, soweit es geht, ebenfalls berücksichtigen. Was vielleicht für Sie noch interessant ist, deshalb haben wir es dort auch verzeichnet. Dieses Gebäude, was wir bauen werden, ist sozusagen das Entree der Hochschule, insbesondere wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. Sie sehen dort, das ist das Gebäude oder es wird das Gebäude sein, was man als erstes sieht, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. Und insofern wird es sicherlich auch oder sollte es auch optisch etwas Besonderes darstellen. Marco, wenn du magst, gerne noch mal eine weitere Folie weiter. Jetzt sieht man das Ganze nämlich sozusagen live und in Farbe. Die Fläche, die dort frei ist, wo also im Moment nur brauner Boden ist, das ist das Grundstück, von dem ich gerade gesprochen habe und dahinter eben das jetzt vorhandene Gebäude. Und wenn du noch mal eine Folie weiter schalten magst, Marco, das ist sozusagen vom Bestandsgebäude aus der Blick auf das freie Grundstück, wo wir unser neues Gebäude planen. Ja, das wäre es von mir zur Einleitung. Und ich glaube, Marco, jetzt wirst du weitermachen mit der Delegationsreise und dem, was wir gesehen haben. Dankeschön. Genau, jetzt schauen wir uns ein bisschen an, ja, wo sind wir eigentlich hingefahren, wie lief die Reise ab und wer ist überhaupt mitgefahren? Wir haben als Delegationsreise uns in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bewegt. Wir haben alles Mitglieder der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mitgenommen, um innerhalb von uns einen Austausch und ja auch eine gemeinsame Vision, gemeinsame Sichtweise auf das neue Gebäude zu bekommen. Wir haben zwei Studierende dabei gehabt, wir haben Lehre, Forschung, Verwaltung und die Bibliothek dabei gehabt. Und damit ja diese verschiedenen Sichtweisen berücksichtigen können. Wo sind wir hingefahren? Wir haben uns für die Niederlande entschieden, weil wir wussten von auch verschiedenen Konferenzen, dass dort innovativ gearbeitet wird. Wenn wir im Westen anfangen, wir waren an der TU Delft, wir waren in Rotterdam, an der Business School, die zur Hochschule gehört, und der Erasmus University, die sind direkt nebeneinander. Utrecht University waren wir und Wageningen, University of Research. Das ist eine Uni, ja, man könnte vereinfacht sagen, mit Fraunhofer-Anteil. Und um das durchzuführen, haben wir ja so ein Basislager in Utrecht aufgeschlagen, hatten dort ein Hotel und sind dort per Bahn hingefahren. Und auch die Fahrten zu den einzelnen Stationen haben wir per Bahn unternommen. Ausnahme Wageningen, das liegt so ein bisschen abseits von der Bahnstation. Da haben wir dann das Taxi genommen.
Wir waren im November 2023 unterwegs, Dienstagabend angekommen, hatten dann 3 volle Tage in den Niederlanden und sind Samstag früh wieder zurückgefahren. Und diese etwas längere Zeit ist auch sinnvoll aus unserer Sicht, weil das Zeit lässt, ja, das auf sich einwirken zu lassen, darüber zu sprechen. Wir hatten dann eine Station pro Tag, Ausnahmen Utrecht und Wageningen, die haben wir dann gemeinsam an einem Tag machen können und hatten aber auch noch abends beim Abendessen immer Gelegenheit, ja, das mal wirken zu lassen, auszutauschen. Was ist euch aufgefallen? Was waren die wichtigen Sachen, die dort aufgefallen sind? Das hat uns ja sehr geholfen. Falls Sie auch planen, eine solche Delegationsreise zu machen, können wir sehr empfehlen. Wir waren mit 8 Personen unterwegs. Das ist noch gut machbar. Die passen in so ein Großraumtaxi rein. Die passen auch an einen Tisch im Restaurant. Und wir hatten vor allen Dingen einen guten Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, Studierende, Lehre, Forschung, Verwaltung. Dass man da mal drauf bekommt. Und auch die Orga war eigentlich ganz okay, war relativ einfach, wenn man bei Hochschulen angefragt hat. Das war sehr freundliche Aufnahme, sehr freundliche Bereitschaft. Also, das ist natürlich auch gut, wenn man vom HfD ein Mandat bekommt. Das hat uns geholfen. Aber da waren wirklich sehr positive Eindrücke. Ich habe das Bild hier mal vorne hingemacht. Sie sehen mich da, wie ich so ein bisschen auf die Uhr gucke und in die Runde. Das täuscht. Also das war von der Zeitplanung und vom Gruppenzusammenhalt wirklich sehr gut, hat wunderbar funktioniert. Also ja, machen Sie es gerne, macht Spaß. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Jetzt kommen wir zu dem, was wir so an Eindrücken mitgenommen haben, was uns aufgefallen ist und was wir mitnehmen. Wir haben verschiedene Themen, die gehen wir gleich durch. Und ich habe dazu Bilder, um Sie so ein bisschen mitzunehmen auf die Reise, so ein bisschen das, was wir gesehen haben, auch Ihnen zu zeigen. Ich habe jetzt hier die ganzen Bilder gemischt. Also ich kann, wenn Sie Interesse haben, sagen, welche Hochschule war, aber darum geht es gar nicht. Es ist im Prinzip eine Zusammenfassung der verschiedenen Themen. Und fangen wir an mit Thema digitale Transformation. Reden wir alle drüber. Was heißt das eigentlich? Und das fängt wirklich bei so trivialen Sachen an, wie Stromversorgung. Steckdose am Arbeitsplatz. Ist klar, aber die Studierenden haben nochmal ganz besonders darauf hingewiesen, wir brauchen das. Wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind und unseren Laptop haben, der ist vielleicht nicht mehr der neueste, dann brauchen wir Strom. Und Sie sehen hier schon 3 verschiedene Bilder. Das zeigt, dass es da nicht eine ideale Lösung für gibt. Wenn man die Steckdosen im Tisch hat, schön und gut, dann kann man die Tische nicht verrücken. In der Mitte haben Sie so mobile Steckdosen, die kann man bei einer Raumgestaltung dann versetzen. Aber das Kabel bleibt so ein bisschen eine Stolperfalle. Und der dritte rechts, das ist Kabel von oben. Da kann keiner stolpern, aber wenn man nach vorne auf die Tafel guckt, dann hat man irgendwie nur das Kabel dort im Weg. Also man muss was machen, gibt verschiedene Möglichkeiten und da gibt es Abstriche, die man machen muss. Man muss einen Kompromiss finden. Das hat uns beeindruckt. Zugreifbarkeit auf Raumbuchungen per elektronischen Displays. Da braucht man eine Raumorganisation für und dann kann man die Räume flexibel nutzen, kann Stundenpläne einpflegen, kann auch sichtbar machen, welche Räume frei sind für studentisches Arbeiten und welche Räume gerade belegt sind. Chatboxen. Ich weiß nicht, ob Sie die schon kennen, so eine Art Telefonbox. Super geeignet, wenn man mal ein Telefongespräch führen möchte oder wenn man mit eigenem Gerät an der Videokonferenz teilnehmen möchte und dann nicht gestört werden möchte. Nächstes Thema, was wir ein bisschen gefunden haben, ist flexible Raumnutzung. Wie kriegt man das hin? Wie kann man auch verschiedene Lehrformen berücksichtigen? Und da haben wir ein Beispiel hier gesehen. Das sind Tische, die man verdrehen kann. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Das ist so eine Fünferkombination immer. Auf der Rückwand sind 3 Sitzplätze, vorne sind 2. Und die kann man so rumdrehen, sodass der Tisch mitwandert, dann können entweder eine Fünfergruppe gebildet werden oder die beiden vorderen Plätze können Richtung Tafel sich wenden. Gut gedacht, aber das Feedback, was wir bekommen haben, ist auch sehr aufwendig. Es geht eigentlich viel einfacher. Man nimmt einfach normale Tische, man nimmt Drehstühle und hat die gleiche Flexibilität. Keep it simple. Also dort nicht zu viel zu machen, ist das, was wir mitgenommen haben. Anderes Beispiel, es gibt hier so Holzkästen mit versenkbaren Monitoren. Funktioniert super, sind auch alle hochgefahren. Ja, die Hochschule war da auch ganz zufrieden mit, aber wir haben uns gefragt, okay, muss das sein? Da kann man machen.
Dann kann man auch da so Gruppentische bilden, wo man gemeinsam mit einem Display arbeiten kann. Gibt aber auch die Alternative, ich hoffe, Sie können es hier erkennen, da sind in diesem großen Raum einfach sämtliche Wände als Whiteboard. Das heißt, da kann man auch sich genauso gut hinstellen und genauso gut als Gruppe zusammenarbeiten und Ideen entwickeln. Also auch da, keep it simple. Vielleicht muss es gar nicht so die große, aufwendige Lösung sein, sondern vielleicht kann man es auch etwas, ja, pragmatischer, etwas einfacher hinbekommen. Und hier ein Foto von der Präsentation. Das hat uns auch gut gefallen, so eine klare Raumzuteilung, so eine klare, ja, Standardisierung von Räumen. Das heißt, hier gibt es einfach verschiedene Raumgrößen mit auch einer standardisierten Ausstattung. Da weiß man, was finde ich in diesem Raum vor. Und dann kann man relativ einfach diese Räume buchen und zuordnen und hat dann eine Standardausstattung, die von allen genutzt werden kann. Bei dem Beispiel war es auch so, dass das räumlich umbaubar ist, jetzt nicht von heute auf morgen, sondern im Prinzip durch Versetzen von Wänden. Das heißt, wenn man feststellt, in ein paar Jahren oder nächstes Jahr brauche ich da andere Raumgrößen, dann ist das möglich, sowas auch in dem Gebäude zu ändern. Und das war unserer Meinung nach pragmatischer, als wenn ich dort ja versuche, jeden Tag was zu ändern und dafür natürlich auch entsprechend immer Vorkehrungen brauche. Ja, jetzt würde ich übergeben an Iris Groß mit dem Thema Nachhaltigkeit. Iris. Ja, danke schön. Auch von mir herzlich willkommen. Du gehst eine Folie weiter, Marco? Also für uns fängt die Nachhaltigkeit schon bei der Anreise an die Hochschule an. Wir sind jetzt also selbst im Rheinland situiert. Die ÖPNV-Anbindung ist bei uns fantastisch. Das Rheinland ist bei uns aber auch flach und man könnte wunderbar mit dem Rad anreisen. An den Rändern geht es dann hoch und da wäre ein E-Bike sehr hilfreich. So bis 10 Kilometer, denke ich, wäre das problemlos machbar. Aber man möchte es nicht draußen im Regen stehen lassen, an schlecht einsehbarer Stelle, sondern sicher aufbewahrt wissen. Und Tiefgaragen gibt es nicht nur für Autos. Da sieht man also hier, dass man mit dem Fahrrad direkt unten in den Keller fahren kann. Und Fahrräder passen ja deutlich mehr zusammen in eine Tiefgarage als Autos. Und die Zuwegung muss auch nicht ganz so breit sein. Also ich bin passionierte Radfahrerin und finde das fantastisch. Wäre ich sofort dabei. Bitte gerne eins weiter. Die Energieversorgung als solches haben wir uns auch an verschiedenen Stellen angeschaut. Das ist eigentlich inzwischen auch State of the Art und das weiß jeder, dass man nicht mehr mit fossilen Energien einfach heizen möchte mit großen CO2-Ausstoßen, relativ ineffizient, sondern dass man mit Hilfe einer Wärmepumpe, also das umgekehrte Kühlschrankprinzip, die Wärme unten aus dem Boden rausholen kann und dann auf die Temperaturen sozusagen hochtransformieren kann, die man halt zum Heizen braucht. Das ist im Bestand nicht so einfach nachzurüsten, weil man die Vorlauftemperatur in der Heizung niedrig halten möchte, damit der Kreisprozess jetzt nicht so viel Energie noch verbraucht. Und deswegen braucht man große Heizflächen und heizt also nicht mit 60 Grad warmem Wasser, sondern 40 Grad warm. Aber für uns, für einen Neubau, ist das auf jeden Fall das, was wir machen müssen. Wir werden garantiert nicht fossil heizen wollen. Gerne eins weiter. Man sieht hier dann auch, dass man bei den Baumaterialien, den Bau nachhaltiger mit geringerem CO2-Fußabdruck gestalten kann. Betonherstellung hat also einen hohen CO2-Fußabdruck, Holz dagegen speichert CO2 und es schafft auch eine sehr wohnliche Atmosphäre, wie man sieht. Wir haben also direkt mal hier die großen, dicken Baumstämme umarmt und konnten uns kaum davon lösen. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Hier sieht man, dass man nicht nur heizen, sondern auch kühlen möchte. Das ist also auch ein Faktor, der zunehmend wichtig für uns wird in Zeiten des Klimawandels. Und wenn man es schafft, dass man nachts mit einer großen Luftumwälzung alles sehr gut runterkühlen kann, dann braucht man tagsüber hoffentlich auch möglichst keine Klimaanlage. Das sehe ich eigentlich kommen, was das mit steigenden Temperaturen, die Leute alle eine Klimaanlage haben möchten. Und wenn man sich in anderen Ländern umschaut, wo das schon Standard ist, dann ist der Umgang mit Klimaanlagen meistens nicht besonders nachhaltig. Der wird einfach auf volle Kühlleistung gedreht und dann das Fenster dazu gekippt oder die Tür offen gelassen. Wenn wir das irgendwie vermeiden könnten mit einer intelligenten Technik, dass man also nachts runterkühlt und tags die Räume eher geschlossen hält, hätten wir also im Sinne der Energie
Einsparungen äußerst viel gewonnen. Und das Modell, was man hier hat, das macht das also in der Form, aber da gibt es auch viele andere Möglichkeiten dazu. Was wir uns dann auch angeschaut haben, ist die Aufenthaltsqualität, die für uns eine große Rolle spielt. Man möchte sich zu Hause fühlen, dafür ist also die Optik und die Akustik wichtig. Der Mensch braucht quasi Licht und Luft und Wärme und Sicherheit. Wir brauchen genügend zu essen und am besten noch was Warmes zu trinken, um uns halt an unserem Aufenthaltsort wohlzufühlen und da auch ja, gerne zu sein und Leistung erbringen zu wollen. Also hier hat man ein schönes Beispiel dafür, dass das sehr hell und luftig gestaltet wurde mit viel Grün, was auch Schadstoffe aus der Luft herausfiltern kann, sodass man wirklich sich in dem Gebäude sofort willkommen fühlt, wenn man da hineinkommt. Gerne ein zweiter. Dazu gehört es auch, den informellen Austausch zu ermöglichen. Das haben wir alle während Corona gemerkt, wie wichtig das für uns ist. Wenn man die Menschen vor Ort sieht und trifft und sich mit ihnen zum Gespräch verabreden kann, dann kann man sehr viel schneller und effizienter etwas klären, wenn man also vielleicht irgendwo eine leichte Problemlage hat. Man kann zusammen neue Ideen generieren und wenn man sich gut versteht und oft genug zusammen Kaffee getrunken hat oder auch Tee, dann hat man auch weniger Reibungsverluste, wenn es irgendwo mal in kritische Themen hineingeht. Hier sieht man die Gestaltung von Seminarräumen, also das Spiel von Offenheit und Privatheit, wie man das also lösen könnte. Ich glaube, da war uns mit unserer Kultur das noch so ein bisschen befremdlich, dass man ja quasi schon einen Sichtbezug von außen und innen hat. Und mir ist in den Straßen in den Niederlanden oft genug aufgefallen, dass da also auch ganz große Fenster unmittelbar in die Wohnbereiche und direkt hinten auch wieder herausführen. Ich glaube, dass die Niederländer irgendwie, ich sag mal, eher ein offenes Leben führen können, was bei uns also oft noch hinter dicken Mauern stattfindet. Ich hoffe, wir können da ein bisschen etwas davon lernen. Man kommt leichter in Kontakt, und fühlt sich hoffentlich trotzdem noch geschützt. Ja, gerne zum nächsten. Wir haben natürlich auch hier und da Beispiele gesehen, die uns jetzt nicht so überzeugt haben. Also hier sieht man schon, dass es ein bisschen unbequem ist. Es saß auch bezeichnenderweise niemand an diesen Plätzen. Es sind auch keine Steckdosen vorhanden. Es wirkt, ich sag mal, vom Beton her auch nicht so freundlich und einladend wie manch anderes, was wir gesehen haben. Und wir werden gleich noch zur Akustik übergehen. Wir sind überall, wo wir reinkamen, haben wir erstmal die Hände geklatscht und haben halt mal nachgeschaut, wie lang die Nachhallzeiten waren. Und hier sieht man der Gebäudestruktur schon an, dass das akustisch also noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Die Niederländer haben uns den schönen Begriff des Sticky Campus mit auf den Weg gegeben. Das heißt, es soll bitte so nett und angenehm sein, dass man diesen Ort auch gar nicht wieder verlassen möchte. Und dazu laden natürlich hier solche kuscheligen Sitzinseln ein, wo dann direkt die Nahrungs- und Getränkeversorgung in unmittelbarer Nähe ist, sodass man quasi gar nicht mehr gehen möchte. Genau, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf Akustik ein. Beleuchtung haben wir jetzt mal ein bisschen weggelassen, wobei man die Beleuchtung auch immer wieder zwischendurch sieht. Das alles führt zu einer Wohlfühlatmosphäre, die man objektiv erst dann wahrnimmt, wenn man mal verschiedene Räume miteinander vergleicht. Also hier oben sieht man sogenannte Baffles, die den Schall immer wieder brechen. An den Wänden war auch spezielle Teppich Boden verbaut, sodass der Schall überall geschluckt wurde. Wir hatten also die eine Wand und die anschließende Vorderwand waren mit Akustikteppichen und die anderen beiden Wände waren voll verglast. Und in der Mischung war dann trotzdem der akustische Effekt hinreichend, dass man sich wohlfühlte. Ich glaube, beim nächsten kommt auch noch, ne, kommen noch zwei Folien zur Akustik. Eigentlich war jede mögliche Stelle mit akustischen Eigenschaften versehen. Man sieht also hier mikrofeine Poren in der Struktur und das sind eigentlich so kleine sogenannte Helmholtz-Resonatoren, wo der Schall reinläuft und dann sich da drin gegenseitig selber auslöschen kann. Das heißt, es wurde überall Profimaterial verbaut. Man hat nicht versucht, irgendwie mit drei Zierkissen den Schall zu schlucken, sondern da gibt es also Equipment, was wirklich, wirklich etwas hilft.
Und man soll nicht unterschätzen, wie hoch die Stressbelastung ist in der Lehre oder bei der Arbeit, wenn man einen permanenten Lärmpegel hat. Also ich habe im Bekanntenkreis Lehrer oder Lehrerinnen und dann schaukelt sich das gegenseitig hoch, weil jeder versucht, den anderen irgendwie noch ein bisschen zu übertönen und es wird halt immer lauter. Man kennt das auch von Restaurants, die keine Schalleinbauten hatten. Da ist man nach einem Abend doch ziemlich strapaziert. Wir hatten in unserer Gruppe auch, ich sage mal, verschiedene Leute, die gerne und leicht auf Reize reagieren. Also da würde ich mich selber auch irgendwo zuzählen. Also man hat eine gewisse Neurodivergenz, heißt das heutzutage an den Hochschulen. Und manche Leute halten das stoisch aus, dass sie einen hohen Lärmpegel haben, dass sie vielleicht noch durch Gerüche oder anderes belästigt werden. Andere lassen sich halt dadurch wirklich von ihrer Arbeit ablenken oder kommen abends völlig gerädert nach Hause und fragen sich, was sie eigentlich Schweres gemacht haben. Eigentlich nichts, es war nur einfach zu laut. Also das sind alles Effekte, die uns bei der Arbeit oder beim Lernen sehr helfen, die man aber ja, eigentlich wirklich erst merkt, wenn man einfach mal verschiedene Gebäude aufsucht und denkt, ach, das ist eine wohltuende Atmosphäre, hier fühle ich mich wohl. Woran wird es liegen? Okay, Dankeschön. Ja, das waren so im Schnellüberflug die Eindrücke, die wir haben, ein bisschen nach Themen sortiert. Frage, wie geht es weiter? Was ist so ein Gesamtfazit? Zunächst mal die nächsten Schritte für den Bau ist so, dass wir da einen Zeitplan haben, dieses Jahr noch Bauplanung und Baugenehmigung machen möchten. 2026 soll Baubeginn sein und ja, leider noch ein bisschen hin. 2030 hoffen wir dann einzuziehen. Was nehmen wir mit? Was waren so die Gesamteindrücke? Wir haben, und das ist ganz wichtig, so eine gemeinsame Vorstellung gewonnen. Das war gerade schon, was Iris Groß sagte, mit so Sticky Campus. Das sind so Begrifflichkeiten, die wir mittlerweile einfach so verwenden, so eine gemeinsame Sprache, die wir gefunden haben. So Anschauungsbeispiele, wo wir gesagt haben, Mensch, könnte man das nicht machen, so wie wir es da und da gesehen haben, sodass man Möglichkeiten einfach kennt. Ein bisschen war es aber auch so, dass wir schon, ja, frustriert will ich nicht sagen, aber überwältigt teilweise waren. Wie toll ist das hier alles? Was machen die hier alles? Was gibt es denn hier für tolle Dinge? Man darf dabei nicht vergessen, das waren natürlich die besten Hochschulen, die wir ausgesucht haben, und die haben uns auch ihre besten Räumlichkeiten oder besten Gebäude gezeigt. Und das soll ja auch so sein, dass man was Besonderes sieht. Für uns ist auch nochmal so ein bisschen Blick nach innen dann. Was nehmen wir jetzt mit auch für die Gegenwart? Was sind kleine Veränderungen, die wir jetzt schon machen können, während wir auf den Neubau warten? Wie kann man die Bestandsgebäude schon mal verbessern? Was kann man da einbauen? Und da haben wir auch Dinge. Zum einen ist es tatsächlich so, dass es auch bei uns jetzt seit Jahreswechsel diese Chatboxen gibt und die werden auch gut benutzt, wie wir durch Beobachtung gesehen haben. Oder das hier ist Blick bei uns in die Bibliothek, die wir auch als Lernort umgestaltet haben. Also da sind wir auch auf dem Weg und da werden wir auch weitergehen. Und hier vorne sieht man, wie es genutzt wird. Da werden wir auch weitergehen und diese Aufenthaltsqualität bei uns Schritt für Schritt verbessern. Ja, wir haben gleich Zeit für Fragen, aber schon mal kurzer Verweis auf weitere Quellen. Zum einen haben wir einen Blogbeitrag zu dem Thema auf Deutsch und auf Englisch. Wir haben ein Video, wenn Sie nochmal die Dinge etwas mehr visuell sehen wollen. Da haben wir auch nochmal von den verschiedenen Standorten einige Bilder und Sie haben hier Kontaktadressen von uns drei, die wir hier vorgetragen haben. Ja, und damit würde ich jetzt erstmal hier die Freigabe stoppen und zur Moderation dann wieder übergeben. Dankeschön. Vielen Dank, Marco. Vielen Dank, Frau Fischer und Frau Groß, für die Einblicke in der Campusgestaltung und in der Delegationsreise. Wir können jetzt die Aufzeichnung stoppen und die Diskussion beginnen.